People are very optimistic. Despite the difficulties, you find people. Die Leute sind trotz aller Schwierigkeiten sehr optimistisch. Viele haben Schulden, viele sind arbeitslos. Wenn man ihnen aber Raum zum Leben anbietet, für ihre Karriere, Raum für ihre Zukunft, dann gibt es kein Problem in Sachen Kommunikation und Harmonie zwischen den Volksgruppen. Skopje. In der Hauptstadt der Republik Mazedonien lebt ein Viertel der 2 Millionen Einwohner dieses Landes im Herzen des Balkan. Die Stara Çarşıya, der Basar im alten türkischen Viertel, zeigt ein Abbild der ethnischen Vielfalt. Die orthodoxen Mazedonier stellen 2/3 der Bevölkerung. Dazu Roma, Türken, Vlachen und Serben. Mindestens 1/4 sind Albaner. Viele Sprachen, Religionen und Gruppen auf engstem Raum. Das ergibt Vielfalt, aber auch Spannungen. Der Türke Islam Yusufi ist in der westmazedonischen Stadt Gostivar aufgewachsen. Es gibt hier 3 Amtssprachen, Türkisch, Mazedonisch und Albanisch. Yusufi ist schon in jugoslawischer Zeit in eine türkische Volksschule gegangen und sprach zunächst nur Türkisch. Einer Minderheit anzugehören und in der eigenen Sprache unterrichtet zu werden, ist wirklich ein Privileg. Andererseits wurde es uns Kindern genau dadurch auch schwer gemacht, mit anderen, wie den Mazedoniern und Albanern, zu sprechen. Also waren wir in bestimmter Weise benachteiligt. Vor allem im Hinblick auf eine spätere Laufbahn im Staatsdienst oder allgemein im öffentlichen Raum. Ich hatte Glück, weil meine Familie sozusagen im Geschäftsleben aktiv war. Und nach der Schule bin ich ins Geschäft meines Vaters gegangen und habe ihm geholfen, Kuchen und Eis zu verkaufen. Und so habe ich die anderen Sprachen gelernt. Wenn der Kunde Mazedonisch spricht, antwortet man auf Mazedonisch. Aber man wartet, bis der Kunde spricht, und dementsprechend reagiert man. In Ohrid, der Stadt am gleichnamigen See, schlägt das alte Herz der mazedonischen Nation. Eine orthodoxe Messe, für diese Mazedonier mehr als nur ein Gottesdienst. Ein Sinnbild ihrer Einheit. In der Orthodoxie ist die Eigenständigkeit der Kirche engstens mit der Anerkennung als Nation verbunden. In Ohrid stehen die ältesten orthodoxen Kirchen im slawischen Raum. Von hier aus wurde die Christianisierung der Slawen unternommen. Die Mazedonier sind stolz darauf. Doch die Nachbarkirchen der Griechen, Bulgaren und Serben erkennen die mazedonisch-orthodoxe Kirche und damit die nationale Eigenständigkeit Mazedoniens nicht an. Die zweitgrößte Stadt des Landes, Tetovo, zwischen Skopje und Ohrid, ist zu 90% albanisch. Über Jahrhunderte haben die ethnischen Gruppen im Lande koexistiert und sich auch manchmal beeinflusst, ohne sich zu vermischen. Die Albaner in Mazedonien sind fast alles Muslime und als solche Erben der osmanischen Kultur. Einzigartige religiöse Architektur, wie hier in der bunten Moschee von Tetovo, zeugt von mehr als 5 Jahrhunderten Islam in Mazedonien. Der Islam der Albaner war einst stark von mystischen Strömungen, von Sufismus und Derwischorden geprägt. Der Moschee angeschlossen, eine Koranschule, immer schon ein Teil der Ausbildung der albanischen Minderheit. Mazedonien hatte sich 1991 von Jugoslawien getrennt. Ganz friedlich. Die Volksgruppen hielten still. Gefahr kam von außen. In Bosnien und Kosovo gab es Krieg. Beim Nachbarn Albanien Anarchie. Im Norden, an der Grenze zu Serbien und Kosovo, schloss die UNO die Grenzen. Im Süden verhängte Griechenland wegen des Namens Mazedonien einen Boykott. Ab Mitte der 90er Jahre brach die Wirtschaft zusammen. Nun traten Spannungen zwischen den Volksgruppen zutage. Sie waren vorher kaum spürbar. Ich kann mich an keine Hassreden in der Schule über andere Gemeinschaften erinnern. Aber in allen Ländern mit vielen Volksgruppen gibt es diese 2 entscheidenden Worte. Unsere und ihre. Wir und sie. Islam Yusufi erlebt in Gostivar die ersten Konflikte zwischen dem Staat und den Albanern.
Hier leben viele Türken und Mazedonier, doch die Albaner stellen die Mehrheit. Sie fordern mehr Chancen und politische Macht. Doch der Staat und die Polizei sehen die Einheit Mazedoniens bedroht und setzen Gewalt ein. Im Juli 1997 hat das Gemeindeamt die albanische Flagge gehisst und es gab eine Reaktion. Die Polizei hat die Flagge wieder entfernt und die Leute gingen auf die Straße und protestierten. Dann hat die Polizei sehr hart reagiert und es gab Tote und Verletzte. Das hat das Klima entscheidend verändert. In Gostivar wurden nicht nur die Albaner angegriffen, sondern auch die Türken. Einige meiner engsten Freunde wurden geschlagen. Sie haben mir die Spuren auf ihrem Rücken gezeigt. Und die Leute haben das so verstanden. Aha, es gibt heimliche Pläne gegen die Volksgruppen. Das musste so kommen. Die mögen uns nicht. Wir sind hier nicht willkommen. Wir sind nicht willkommen in diesem Land. Vor allem für die Albaner Mazedoniens ist die Gewalt in Gostivar ein Fanal. Ihr Widerstand wächst, die Fronten verhärten sich. Im Frühling 2001 taucht ein Mann auf, der sein Dorf in den 80er Jahren verlassen und viele Jahre im Schweizer Exil gelebt hat. Ali Ahmeti führt eine albanische Guerilla. Das ist mein Land. Ich habe kein anderes Land. Das hier sind die Felder und Weiden, die ich von meinem Großvater und Urgroßvater geerbt habe. Es gibt für mich kein Reserveland. Keiner will den Krieg. Im Krieg gibt es Leiden, gibt es Zerstörungen. Aber wir hatten alle Mittel, unsere Ziele zu erreichen, ausgeschöpft. Und eine andere Lösung außer bewaffneten Aufstand hat es nicht mehr gegeben. Die mazedonische Regierung verkauft die Rebellion der Albaner als Aggression aus dem Kosovo. Die internationale Gemeinschaft sei mitverantwortlich. Es handelt sich um eine Aggression aus dem Kosovo gegen Mazedonien, die ganze Politik der internationalen Gemeinschaft der letzten Jahre in Frage stellt. Dadurch wird die Intervention der NATO im Kosovo eine andere Dimension bekommen. Die Bevölkerung kann sich keinen Bürgerkrieg vorstellen. Im Parlament gibt es schließlich längst albanische Parteien. Zwar regieren mazedonische Nationalisten, doch gemeinsam mit Albanern. In der Opposition sitzen mazedonische Sozialdemokraten mit der damals 29-jährigen Radmila Šekerinska. Eine von vielen jungen Politikern und Politikerinnen, die in den 90er Jahren in Mazedonien Politik gestalten. I was afraid from what was